Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe der Wohnzimmershow hier im Frankenberger Boulevard. Der 13.12.2011 ist heute und ich habe eine verkürzte Ausgabe. Ich habe einen langen Wetterbericht, aber ansonsten nicht allzu viel danach, außer ein paar Erinnerungen an das Jahr 2010. Und da hatte ich Harry auch mit in der Sendung. Und da wollen wir uns gleich nochmal ansehen, wie es denn vor einem Jahr war, genau am 13. auch, mit dem kleinen Harry. Zunächst aber der Wetterbericht von heute Morgen 9 Uhr. Das Wetter heute Morgen um 9 Uhr im Frankenberg, wie man sieht, recht windig mit starken Windböen. Zwischenzeitlich die Temperatur war 6 Grad am Morgen und auch die Erwartung für heute ist weiterhin windig, regnerisch, richtig herbstlich, trüb, also von Winter und Schnee eigentlich noch keine Spur, obwohl der kalte Winter, merkt man doch schon, da liegt der Winter wirklich in der Luft. Und ich denke, wenn es jetzt noch mal nachts ein bisschen kühl wird, dann ist auch bald der Schnee im Lande. Vielleicht haben wir ja weiße Weihnachten, wollen wir nicht drauf spekulieren. Das machen ja schon die anderen. Ich habe noch die Bauernregel des Tages. Heute ist nämlich Lucia-Tag. Frau Lucia, die Lichterbraut, ist mit der Dunkelheit vertraut. Sie bringt der langen Nacht das Licht und zum Christfest Zuversicht. Ja, das war die Bauernregel des Tages. Und natürlich haben wir auch den Hellweger Anzeiger heute mit den neuesten Nachrichten aus Frankenberg, wo allerdings nicht allzu viel passiert ist. Und wenn man meinen könnte, wenn man im Wetterbericht gesehen hat, dass wir hier überall nur Flaggen, dann muss ich sagen, das ist nur teilweise richtig. Borussia Dortmund Fahnen, die hängen hier schon so an manchen Häusern. Aber die Windhose in der Nachbarschaft, das ist eigentlich etwas, was äußerst selten hier ist. Aber die ist für mich immer ein guter Wink, wie denn der Wind gerade kommt. Das ist immer ganz interessant. So, in Frankenberg haben wir Folgendes zu bieten. Trockenbauer haben derzeit das Sagen. Bedeutet, beim Golfhotel vom Gut Neuenhof ist alles im Zeitplan. Das ist ja hier in unmittelbarer Nähe, also da scheint es voranzugehen. Musik wie einen Adventskranz gab es in Frömern. Da sang der Chor, der Posaunenchor und der Kirchenchor und das Ganze mit dem Blockflötenkreis. Und das war wohl ein voller Erfolg. Ja, was haben wir noch international zu bieten? Kritik an der FDP-Parteispitze ist ja gar nichts Neues. Und die Wüstenrot-Sause endete mit einem Riesenkater. Ja, was das denn wohl war? Nicht so wie mit Herrn Dominik Strauß-Kahn. Da habe ich gestern noch eine Reportage gesehen im Ersten, die war ja gar wunderbar, wo alle mal zur Sprache kamen, die was Schlechtes über den Mann zu sagen hatten. Aber ich denke mal, da ist viel Wahres dran gewesen, konnte sich ja jeder sein Bild machen. Wir machen weiter hier im Programm. Den haben wir hier. Hier ist noch ein kleiner Harry, der kleine Harry. Harry, du musst da reingucken. Harry kommt ja nicht allzu oft. Wir haben ja nur jeden Tag April, ne? Das ist Harry. Harry ist ja der Jüngere von den beiden Zwillingen, Archie und Harry. Harry ist 2 Stunden nach Archie geboren und ich sage immer, wenn sie nicht artig sind, wenn ihr jetzt nicht ein bisschen besser zu Wege seid, dann verrate ich, wo ihr herkommt, nämlich aus dem tiefsten Osten. Ha, ha, ha. Also, die beiden sind in der Gegend geboren, wo Tiger Wald ist. Nostalgische Rückblick mit meinem kleinen Harry von vor genau einem Jahr. Damals war es, könnte man auch dazu sagen. Weihnachtliche Klänge habe ich noch zum Abschied. Ich bedanke mich, dass ihr heute auch die Geduld hattet, hier wieder die Wohnzimmershow zu ertragen. Allzu viel Neues aus Frankenberg gab es ja nicht und aus der Welt. Ich denke, morgen haben wir wieder etwas mehr Material und auch etwas mehr Zeit, denn heute bin ich schon ein bisschen spät dran. In der guten Hoffnung, dass ihr auch morgen wieder mit dabei seid, bedanke ich mich auch im Namen des Sponsors der Handelsvertretung, Jörg Lehmann aus Halle, recht herzlich und sage bis morgen in alter Frische.